Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei einem Blick hinter die Kulissen, der ein bisschen untypisch ist, denn normalerweise schauen wir ja den Künstlern, unseren Meistern, über die Schulter, wenn ein neues Werk entsteht, aber heute mal eine ganz andere Situation bei Blick hinter die Kulissen. Wir schauen einfach mal hinter die Kulissen eines Interviews, was ich heute mit dem von mir sehr geschätzten Herrn Irrtum vornehmen werde. Guten Tag, Herr Irrtum. Hallo. Wir müssen noch einige Sachen vorbereiten. Ich habe zum Beispiel noch gar nicht die richtigen Anziehsachen an. Herr Irrtum ist schon in der Maske gewesen, nicht wahr? Ja. Und jetzt machen wir zum Beispiel auch mal den Weißabgleich. Ich habe da ein Stück Papier vorbereitet. So, das halte ich mal so ein bisschen hoch. Weißabgleich. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht auch das Papier mal hochhalten würden. Weißt du das? Wir müssen auch die Interviews machen. Ja, natürlich, natürlich. Aber das Interview machen wir ja dann, wenn die Vorbereitungen fertig sind. Dann machen wir mal hier einen Soundcheck. Gut, ja. Ich sag mal 1, 2, Test, Test. 1, 2, Test, Test. Könnten Sie das bitte auch machen? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu bunt. Das muss nicht sein, oder? Ja, ich denke aber auch, die Sprachproben, die wir bis jetzt gemacht haben, sollten eigentlich ausreichen. Denke ich doch auch. Ja, und wenn dann der Ton und die Farben, das Bild, der Klang, wenn das alles klar ist. Und die Interviewfragen, nicht wahr? Die habe ich Ihnen. Und die Interviewfragen. Habe ich Ihnen gegeben. Dann können wir das Interview dann losgehen. Wir sehen uns dann wieder. Wenn das Interview vielleicht eine Sache noch, das ist ja das allererste Interview seit vielen, vielen Jahren mit Ihnen. Das besprechen wir dann während des Interviews, denke ich. Ne? Also das muss ja jetzt nicht alles. Alles klar, das heißt, wir sehen uns wieder, wenn dann das Interview produziert ist. Mein Name ist Braune und bis zum nächsten Mal.